So, und damit geht's weiter mit der neuen Runde auf Endless Flive. Ich habe jetzt hier die ganzen Shops durchgeschaut, zweimal, also heute und nach der letzten Folge quasi. Ich habe einiges gefunden, aber auch nicht so wirklich, was ich halt wollte. Also ich habe jetzt einen Helm gekauft, der ist allerdings im falschen Geschlecht. Müssen eventuell dann entweder umtransen oder keine Ahnung. Es gibt theoretisch eine Hisswand für 80 Coins, das ist halt eine Menge, aber ich habe mir jetzt so viele Tage Gedanken gemacht und ich glaube, ich kaufe den einfach. Ja, also das Ding ist, wir werden halt wahrscheinlich nicht drum herum kommen, dass wir halt so ein Ding kaufen. Ich meine, ihr könnt es euch ja mal so überlegen. Ein Gig hat 10 Millionen HP. Wir machen ungefähr 10k Damage. Das heißt, 100k Damage sind schon mal 10 Hits. 1 Million Damage sind schon mal 100 Hits, also Bomben. Und bei 10 Millionen HP brauchen wir halt einfach sage und schreibe 1000 Skills, also 1000 Bomben einfach. Und ganz im Ernst, das sehe ich mich nicht. Ja, also. Und vor allem halt nicht mit so einem Equipment hier. Also auf keinen Fall. Deswegen, ja, es ist wahrscheinlich überteuert und so, aber was würdest du machen? Wir haben keine andere Wahl leider. Also ich verstehe auch noch nicht so ganz, wie das Server funktioniert. Das ist, ich verstehe es nicht ganz. Ich kapiere es nicht. Müssen wir noch abwarten. Vielleicht kommt das große A noch, aber momentan zumindest sieht es eher nicht so nach aus. Also wird es noch kommen. Okay, so. Also die Leute haben hier teilweise Equipment. Ich weiß nicht, woher die das haben. Also die... Ah, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich komme mir gefühlt so gar nicht an Equipment. Und auch die Tickets sind halt wirklich teilweise teuer. Ich glaube, ein Tag Ass hier kostet irgendwie 20... Oder ja, 20 Coins. Bedenkt jetzt allerdings, ich brauche das zweimal. Und im Vergleich zum Beispiel selbst dieser Wand hier kostete 80. Also zweimal Astria leveln ist halt genauso viel wie eine Wand. Ungefähr. Ja, ist halt irgendwie auch nicht so ganz ideal irgendwie. So, ich kam gerade auch auf die glorreiche Idee. Ich könnte einfach von Darkon aus losfliegen. Ja, manchmal ist die Lösung so nah. Genau das, Drangmaster. Okay. So, plötzlich keine Skills mehr, ist ein bisschen schade. Genau. Ja, und wie gesagt, ist natürlich wieder so typisch. Es werden hier keine Teile für Dinge hier verkauft, für meine Klasse. Es wird gefühlt wirklich wieder alles verkauft, aber halt nicht für Psykeeper. Oder Mage. Ja, Mage-Sachen würden ja auch reichen. Ein Teba-Set wäre halt vollkommen okay eigentlich für mich. Ja, das sieht jetzt hier ein bisschen schwierig aus. Was können wir noch machen? Also wir bräuchten irgendwie eine Party mit Skills, aber die gibt es ja halt gefühlt einfach nie. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, ich verstehe... Warpenhelm, okay. Das Problem ist einfach, ich verstehe halt den Server einfach noch nicht so ganz irgendwie. Also ich bin mir sicher, dass es schon alles machbar ist und so. Und irgendwie so eine Herausforderung ist irgendwie auch lustig. Aber ich weiß halt noch nicht, wie das zu verstehen ist irgendwie. Also da hapert es mir halt so ein bisschen. Ja, ich meine, es sieht den Damage aktuell, der ist halt wirklich miserabel. Also, ich habe keinen Plan, wie ich den irgendwie boosten kann. Ich weiß auch nicht, wie an Sets und so weiter kommen. Also, hier haben wir einen. Aber komplett ohne Scrolls. Wir probieren es einfach mal kurz. Okay, man braucht schon mal keine Red Scroll oder so. So, Spielerbann, okay. Ja, klar, also ich meine, mit Link und so ist es halt schon wieder ganz gut.
Und halt dann später auch noch mit der besseren One und so, wäre natürlich auch noch mal ziemlich geil. Die andere One hat man auch verkaufen können, sehe ich gerade. Also das sehe ich dann schon ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Aber so wirklich, so hundertprozentig, also hundertprozentig sehe ich da trotzdem ist noch nicht, wie wir das irgendwie hinkriegen könnten oder so. Keine Ahnung. 2 Minuten 15. Ich meine jetzt noch. Wobei, warte mal. Warum kriegen wir keine XP? Oh, die Party ist auf Level. Come on. Ach, der killt gerade Sachen. Okay. So, schau mal. Wäre natürlich jetzt nice. Ich meine, ich will sie nicht unbedingt gerade nur den Ringmaster leveln. Ich meine. Okay, super. Ja, also Spiele sind halt gefühlt echt alles sehr nett. Das ist halt wirklich ein ganz großer. ein ganz großer Pluspunkt irgendwie. Natürlich, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt gerade nur so ein. Ding, was auf keinem anderen Server gibt und so, oder was nur jetzt irgendwie eine Nationalität hat. Ich meine natürlich, also andere Server haben teilweise auch echt sehr nette Spiele und eine sehr nette Community und so weiter. Aber ist dann trotzdem immer wieder so, dass es halt immer, oder halt sehr oft halt irgendwie so ein bisschen dann, ja, es gibt halt irgendwie so ein bisschen so eine Rivalität oder so ein paar Spiele, die halt irgendwie so sehr toxic drauf sind und gar nicht mal gegen einen selbst vielleicht, sondern einfach nur, man läuft in Flaris vorbei oder durch Flaris durch und dann wird er halt über irgendwen geflamed oder keine Ahnung, so. Ist einfach so eine andere Atmosphäre, die dann teilweise echt sehr unangenehm einfach ist. Und ja, das habe ich hier, also natürlich, vielleicht verstehe ich es auch nicht, wenn das passiert. Kann gut auch sein, auch gut sein. Aber es fühlt sich halt irgendwie so ein bisschen angenehmer an, familiärer. Ich weiß es nicht, wie ich es bezeichnen soll. Es ist irgendwie einfach entspannter, sagen wir so. Entspannter und freundlicher irgendwie. Genau, ich überlege gerade noch, ob ich zu den Hoppern gehen soll. Macht wahrscheinlich Sinn. Ja, glaube ich, gehe mal hin. Die XP sind hier leider nicht mehr so geil. Genau. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann schauen wir, was die Dinge hier droppen. Also droppen bzw. geben und XP. Schaden verändert sich das Gefühl nicht mal. Wenn ich halt wüsste, ob sich halt so ein Astria-Ticket lohnt, wisst ihr? Das ist halt das große Ding. Wenn ich halt weiß, okay, ich kaufe jetzt ein Astria-Ticket, EXP super, Drops super und alles. Wenn ich halt wüsste, ob das der Fall ist, aber ich sehe mich da halt irgendwie gerade nichts. Also klar, wir könnten es probieren, wir könnten es versuchen. Aber sollten wir das halt, ich meine, ich würde es auch die Coins nicht so rausballern. Deshalb. Also klar, ich meine, jetzt mit einer Party und so ist natürlich schon ganz sinnvoll oder halt einigermaßen okay. Ich habe jetzt halt momentan leider nicht so die Zeit mehr, also es ist halt wieder 12:30 nachts und ich will jetzt halt nicht einfach, weiß nicht, noch für die nächsten 2 Stunden irgendwie Flive spielen. Das will ich jetzt halt gerade irgendwie nicht mehr. Das ist halt gerade das Problem. Und deswegen lohnt sich halt auch so ein Tagesticket gerade nicht so unbedingt. Das ist irgendwie auch lustig, man braucht schon mal gar keine Scrolls oder so, weil ich meine, keine Scrolls angehabt und trotzdem kann ich halt Skills stacken. Ganz eigenartig. Level die Party hier eigentlich irgendwie? Hallo? Skills? 2% pro Mob, wow. Naja. Ja, wir brauchen einfach dringend Setteile, aber wir droppen die halt einfach nicht. Das ist halt. Da weiß ich halt nicht, wie wir drum rumkommen. Wie gesagt, ich meine, 90er Set zumindest. Ja, mehr oder weniger jetzt. Also,
Teil umdrehen, das kostet auch ein Vermögen. Ob wir das machen sollten, keine Ahnung. Also ich meine, wenn wir halt nichts anderes finden, dann müssen wir halt. Ist halt einfach so. Aber das ist halt so das einzige, die einzige Lifeline, die wir momentan haben. Ja, einen anderen Weg sehe ich gerade irgendwie auch gar nicht so. Das müssen wir halt einfach machen dann. Level 90 haben wir halt ein Set. Ja, okay, gut. Ein 75er Set wäre halt wirklich geil. Ich meine, ich habe schon ein, zwei Teile gesehen, aber viele waren mit für Penia und ich habe ja keine Penia. Ich meine, ich müsste halt irgendwie zwei Tage spielen, damit ich mir halt irgendwie ein Set leisten kann. Geht halt nicht. Yay, Dropskill. Wuhu. Oh, 15 Minuten gleich. Oha. Ja. 8 Minuten Link. 72 mit Level bei Mutant Yeti. Komm, wir sagen einfach, wir machen es für die Wissenschaft, okay? For the Science. Ah ne, warte, stopp. Flaris. Und Flaris. Ja, also ich glaube trotzdem, dass es halt eine ganz krasse Verschwendung sein wird. Aber schauen wir mal. Was gibt's hier noch? Müll. 45er Teile. Aber und Helm allein bringt uns halt leider wieder nichts. Wir bräuchten halt wenigstens mindestens zwei Teile. Aber das sehe ich uns aktuell wieder auch nicht. Das ist alles ganz kritisch irgendwie. Na komm. Ja, also ich nehme halt mal zwei Folgen auf dann. Und dann schauen wir einfach mal. So, einmal. Ja, gut, 20 Coins. Naja. Erstmal schauen, ob ich das Ding handeln kann. Ich denke schon. Ich meine, das ist halt ein Cash-Up-Item. Genau. So und so. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Achso, ich habe jetzt gar keine Peng-Buffs mehr. Ein bisschen blöd, aber egal. So, schauen wir mal. 5k HP, wow. Damage? Ja, okay, aber die haben wenig HP. Die haben echt wenig HP. Also fürs Level. Okay. Oh, hier sind. Okay. Ich glaube, wieder 10 Millionen HP, die kriege ich halt nie down. Ja, ist blöd. Achso, XP 88,84 auf 93. Okay. Das ist schon geil. Ja. Also die Drops sind gefühlt so ein bisschen besser. Das ist nicht überwältigend gut oder so, aber ja, schon ein gutes Stück besser. War noch irgendwas anderes? Nee, leider nicht wirklich. Okay, 7,8k Damage. Ja. Wir könnten halt. Das bringt, glaube ich, auch wieder nichts, oder? 1, 2, 3. 4, ich sterbe gerade nebenbei, 5 Hits brauchen wir, okay. Der andere Skill braucht wie viele Hits? 1, 2, 3, 4, 5, okay.
profitieren wir da einfach gar nicht davon. Ach ja, oh, gut, also ich meine, wir brauchen jetzt noch zwei Level, dann können wir unsere One anziehen. Das ist auf alle Fälle ein großes Ding. Und dann schauen wir einfach mal. Also ich denke mal, sowas wie die One wird halt schon echt einiges an Unterschied machen. Allein schon mal Cast haben und so ist halt wirklich sehr wichtig. Und ja, genau. Schaut es aus aktuell. 175% XP, 40% Droprate, also Plus wahrscheinlich. Also Bonus, klar, gibt es als Plus. Ja, ich weiß nicht. Es gibt natürlich auch noch diese Anarchie-Buffs, aber sind halt irgendwie, glaube ich, relativ teuer. Deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, ob die einfach nur nicht an sind oder halt. Ich meine, man muss halt bedenken, über die 6 Stunden später. Das heißt, wir sind jetzt gerade 6:30. An einem, was haben wir für einen Tag? Mittwoch? Mittwoch. Oder? Ist Mittwoch? Nee, Donnerstag, lol. Ach ja. Immer diese YouTuber ohne irgendwie eine Art von Zeitgefühl und so. Ich weiß nicht, wie lange es noch brauchen würden, dass wir halt irgendwie mal so ein Gekillen. Aber die aktuelle Geschwindigkeit sieht uns da halt irgendwie so in 2 Jahren noch. Ich meine, die Dinge droppen wahrscheinlich auch Set-Teile ohne Ende und so. Also das kann schon gut sein, dass das halt geil wäre, aber naja. Ich meine, gut, es sind halt so viel wie 3 und nee, warte mal. Nee, es wären nicht so viel wie 33, sondern so viel wie 330 Monster. Uff, nee, das sehen wir uns gar nicht. Das sehen wir uns schon ganz lange nicht. Ich verstehe irgendwie auch nicht so ganz, was die damit erreichen wollen. Also klar, es gibt die Achievements und so und man killt ja dann schon mal viele Achievements. Aber ich weiß halt nicht, wie man dann die Waffen und so weiter kriegt. Also da kann ich halt irgendwie so gar nicht jetzt irgendwas zu sagen. Mirage Wand, okay, nice. Geld, ein bisschen Geld. Ja, ich denke, es ist halt ein bisschen wie im Offi damals. Wo man halt wirklich so sagt, okay, man levelt halt irgendwie einen Tag in Astria und dann kriegt man halt so 50 Mio oder so. Wobei ich gar nicht mehr weiß, wo waren das dann, glaube ich, bei den Mutant Yeti oder so? Oder ab Mutant Yeti, glaube ich, hat man dann so viel bekommen pro Tag. Also ob man das nicht schaffen könnte, keine Ahnung, und wie lange es man dafür leveln müssten, alles weiß ich nicht. Momentan sieht es nicht ganz so danach aus, als würde es so gut laufen hier. Ja, 9k mit dem Skill. Castet auch ein bisschen schneller, weil es angenehm ist. Können dann nach jedem Mob einfach mal so einen Potion schlucken. 2, 3, 4. Ja. Ringmaster Level Up. Okay. Oh, der stackt für Link, okay. Oh, ein Sunstone! Oh mein Gott. Jackpot. Also die sind ja auch so super rar. Ich weiß gar nicht, ob die auch überhaupt außerhalb von Astria droppen können, keine Ahnung. Aber ja, Ich meine, kann sich so ein Astria wirklich rechnen? Ich weiß es halt nicht. Ich meine, könnte es dann auch für Penia kaufen oder so, aber andererseits, die Penia sind so rar. Ich glaube, das macht da gar keinen Sinn irgendwie. Lol, Moonstone, okay. Jetzt sag bloß, dass die irgendwie hier gut droppen oder so. Also wenn irgendwie auch Donate Coins gegen Moonstone so verkauft, was irgendwie auch verrückt ist. Aber ich kann es schon nachvollziehen, wenn die halt so rasen und so, dann why not? Natürlich muss man auch mal bedenken, es kann natürlich auch sein einfach, dass wir gerade einfach viel mehr Mobs killen als sonst.
also natürlich jetzt nicht so viel mehr, aber das Droprad ist auch mal so ein bisschen was sehr Subjektives. Wenn man jetzt gerade einfach mehr Mobs killt und dann sagt so, ja, jetzt haben wir hier in 30 Minuten so und so viel getroppt, sonst droppe ich nur so und so viel, ist natürlich auch ein bisschen gefährlich dann. Genau, müssen wir mal schauen. Okay, ich beende jetzt mal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Nächste Folge machen wir 75 und ziehen die Wand an. Und da bin ich mal gespannt, was wir da an Damage machen.